Oh Gott, oh Gott. Was ist hier los, ey? Hey, sieh mal, eine Gabel. Ich hätte ein komplettes Besteck, wenn ich jetzt noch... Oh, an deiner Stelle würde ich den LÖFFEL hier nicht erwähnen. Tiny hat ihm das Herz gebrochen und deshalb hat er sich freiwillig für ein Selbstmordkommando gemeldet. Halt deine Klappe, Dutch! Keine Sorge, ich erzähl schon nicht, für wen du ihn sitzen gelassen hast. Huch. Was kann man hier noch anklicken? Schönes Bild. Was für ein süßes Bild. Oh. Ja, damit kann ich mich besser an alles erinnern. Er war nicht immer ein Teenager. Aber ich verstehe wirklich nicht, wie sie ihn jahrelang quasi nicht einmal Hallo gesagt haben. Richtig. Nicht durch den Bildschirm. Der Junge hat doch wirklich geglaubt, dass er jahrelang mit Computern unterwegs war, einfach nur mit KIs, ne? Was? Die Form ist drauf? Keine Ahnung. Die Form! Ja, danke, danke! Das ist das, was wir brauchen für das Männle. Ich war gerade noch am ich war gerade noch am Reden. Ich notiere es mal kurz. Ich notiere es mal kurz. Ich zeichne es auf. Das ist das, was wir dann beim Shay brauchen. So, ich habe es mir aufgezeichnet. Ich finde es einfach so krass, dass der jahrelang mit denen hier unterwegs war und dachte, der ist mit künstlichen Intelligenzen unterwegs, weil die Eltern einfach nur gearbeitet haben und nicht einmal denen persönlich Hallo gesagt haben. Das ist doch Wahnsinn, oder? Absolute Wahnsinn. Wenn die den so sehr lieben, warum haben die nicht einmal mit denen zusammen gefrühstückt oder sowas? Scheißeltern. Einfach nur Scheißeltern. Wow. Wollen wir jetzt hier weitermachen oder wollt ihr zu Shay zurückspringen? Das würde ich jetzt euch überlassen. Ich lasse mal kurz so eine Minute Zeit zu entscheiden, machen wir hier weiter oder springen wir jetzt zu Shay zurück? Sagt Bescheid. 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 Okay, wir springen zum Shay zurück. Jetzt haben wir endlich die richtige Verkabelung quasi. Müssen aber trotzdem ein bisschen rumprobieren, weil ich nicht weiß, welche Verkabelung welche Form ergibt. Also wir klatschen jetzt einfach mal so, wie sie sind. Mal kurz hier rein. Augen zu und durch. Und gucken mal. So, die ist schon mal falsch. Verstehe. Die zweite ist auch falsch. Und die unterste ist auch falsch. Super. Rot. Das hier brauchen wir hier oben. Und das hier brauchen wir da drüben. Also versuchen wir mal. Blau. Rot. Was passiert, wenn ich jetzt so mache? Genau, das habe ich gemeint. Das waren alle meine Kabel. Ich weiß nicht, ob meine Verkabelung geholfen hat. Wenn ich nur auf meinem alten Schiff wäre. Das zweite ist richtig, das erste ist falsch. Und die Reihenfolge ist auch falsch. Also, so hier? Und mehr Kabel habe ich leider nicht. Probieren wir mal dieses Schema. Nee, das ist komplett falsch. Das ist komplett falsch. Dann... Mehr hat mir Carol nicht gegeben. Dann so hier? Das waren alle meine Kabel. Wenigstens hat er jetzt mehr Kabel.
Das ist richtig, aber falsch rum. Spielt das eine Rolle? Also das Ding müsste hier vorne sein. Spielt das eine Rolle? Kann man das irgendwie andersrum machen? Ich habe das jetzt, glaube ich, von hier nach da verbunden, ne? Was ist denn, wenn ich es von hier nach da jetzt verbinde? Jetzt habe ich keine Kabel mehr. Ein Versuch ist es wert. Hat geklappt. Das ist jetzt richtig. Okay. Jetzt rot. Glaube. Und mehr Kabel habe ich leider nicht. Wir gucken mal, was das macht. Ich weiß nicht, ob meine Verkabelung geholfen hat. Ja, das erste ist richtig, also das zweite ist falsch. Etwas? Das zweite ist das hier. Das hier brauchen wir an der Stelle. Moment, rot? Warum ist das jetzt grün geworden? Gelb? Ich dachte, ich mache rot. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Gelb. Das hier ist gelb. Und eins davon war richtig. Jetzt habe ich keine Kabel mehr. Probieren wir mal dieses Schema. Ha. Jetzt ist das zweite richtig, das erste ist aber falsch. Das heißt, ich muss das jetzt, glaube ich, so herziehen. Und mehr Kabel habe ich leider nicht. Ein Versuch ist es wert. Das ist richtig. Und unten wollen wir jetzt einmal das volle Dreieck. Ah, ich sehe gerade, haben wir das falsche Dreieck hier oben? Ich sehe gerade, ich habe, glaube ich, das falsche Dreieck da oben. Das Dreieck sollte, glaube ich, so ein leeres sein. Kann das sein? Mal ganz kurz zurück. Ganz, ganz kurz. Was für ein süßes Bild. Ja, ich habe es für... Damit kann ich mich besser an alles erinnern. Falsch notiert. Oder ich habe es richtig notiert, falsch durchgeführt. Das heißt, wir haben auch bei Blau gerade noch einen Fehler. Wir müssen bei Blau das hier einsetzen, was wir bei Rot haben. Und wir müssen bei Rot das volle Blau hier unten reinsetzen. Mehr Kabel habe ich leider nicht. War das Augen richtig? Zu und durch. Ja, das war richtig. Gut. Und jetzt müssen wir rot. Blau kam von hier, ne? Rot muss jetzt also von hier kommen. Und ich setze es mal dahin. Jetzt habe ich keine Kabel mehr. Nur mal gucken. Bei dem Muster habe ich ein gutes Gefühl. Das ist es. Ich weiß nicht warum. Hey, er lebt. Du lebst, kleiner Freund. Wie fühlst du dich? Bin ich froh, dich wieder zu haben. Das ist es. Ja. Jetzt können wir ihn den überreichen. Nein? So. Hey, was ist mit dem kleinen Kerl? Ich glaube, er will uns helfen. Mann, sieh mal, was er macht. Oh, er kennt sich auch noch mit Elektronik aus. Großartig. Vielleicht ist er das Genie, nach dem ich suchte. Ja, und sie machen Fenster. Und sie machen Fenster? Was? Wie jetzt, sie machen Fenster? Gut. Den Teil haben wir jetzt. Aber immer noch ein kleines Problem. Wir hängen ja leider immer noch fest
bei dem mit der Flöte. Wie können wir die Flöte jetzt aus seinem Hals rausbekommen? Das ist die große Frage. Der Löffel meinte, wir sollten irgendwie ihn in seinen Unterleib schlagen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich zeige es euch nochmal. Vielleicht fällt euch was ein. Wird dieser Pfeifton durch etwas verursacht, das in seinem Hals steckt? Vielleicht könnte ich es rausholen mit... Sir, damit würden Sie es wahrscheinlich nur noch weiter reindrücken. Ich empfehle stattdessen einen plötzlichen Schlag auf den Unterleib. Glauben Sie mir, mit dem Verhindern von Erstickungen kenne ich mich aus. Ein plötzlicher Schlag auf den Unterleib. Unterleib, also irgendwo in die Magengegend, oder? Oder von mir aus auch gerne in die Eier. Aber wie? Wie kann ich dem Shay dazu bringen, diese Aktion auszuführen? Das verstehe ich nicht ganz. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal in die Magengegend klicke, dann spricht er ihn nur an. Seid gegrüßt, Eure Majestät oder Clown. Deshalb die Frage, wie soll ich das machen? Habt ihr eine Idee? Hast du vielleicht dieses Mädchen gesehen? Ich habe das Gefühl, du hast sie gesehen. Ja, er hat sie gesehen, aber das bringt uns leider nicht weiter. Oder ob wir vielleicht einen anderen NPC darauf ansprechen müssen, aber ich habe ja eigentlich schon mit allen NPCs geredet. Mehrfach. Und irgendwie hat jetzt keiner mehr ein Gesprächsthema für uns. Na, weil er ist der, der uns damit weiterhelfen kann. Er scheint ein wenig zu verwirrt, um das genießen zu können. Hey, kannst du mir vielleicht helfen, eine supraleitende Gyroskop-Hypercamp zu bauen? Das sieht aus wie... Ja, ja, wenn... Wenn ich nicht gerade ersticke. Okay. Ja, das ist jetzt halt die Frage, ne? Was machen wir jetzt? Wieder zum Mädchen zurück? Oder habt ihr eine Idee? Weil ich habe hier gar keine Idee. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Und bevor ich jetzt hier sinnlos rumstehe, könnten wir auch zum Mädchen wieder zurückwechseln. Zu Vella. Ich warte noch mal ganz kurz, ob ihr vielleicht was dazu sagt. Ob ihr einen Vorschlag habt. Und wenn nicht, dann springe ich zu Vella. Das dachte ich mir. Hat keiner eine Idee. Ist okay. Machen wir bei Mädel weiter. So, ja, was haben wir denn hier noch Feines? Gabel. Ich bin froh, dass du dabei bist. Alles, um Captain Walter zu helfen. Hey, ich hoffe, ihr beide werdet miteinander arbeiten können. Das dürfte kein Problem sein. Das haben wir doch schon gemacht. Wenn du mir zu nahe kommst, steche ich dir die Augen aus. Okay. Haha, ein gutes Team. Hallo. Du bist Hope? Vella, nicht wahr? Ja, also ich glaube auch nicht, dass die Familie hinter den Entführungen steckt, sondern dieser Marek oder Marekai, wie wir jetzt wissen. Ich bekomme allmählich das Gefühl, dass du nicht hinter den Entführungen steckst. Hinter welchen Entführungen? Dieses Schiff sieht von außen wie ein riesiges Monster aus. Alle 14 Jahre kommt ein Schiff wie deins zu meinem Dorf. Und wir müssen Maiden opfern, damit es nicht die Stadt zerstört. Das kann nicht sein. Und dann nimmt das Monster, also dein Schiff, die Maiden mit. Für immer. Das hört sich alles so verrückt an.
Aber genau das wäre ein Plan nach dem Geschmack von Drossel. Wer ist Drossel? Malekai oder was? Tut mir leid, ich habe gelogen, dein Sohn zu sein. Der Wolf sagte... Nun ja, tut mir leid. Schon gut. Ich mache dir keine Vorwürfe. Offenbar hat Malekai uns alle für lange Zeit getäuscht. Ich wusste es doch. Malekai ist der Böse. Aber warum hat er dann Shay gerettet? Warum hat er Shay gerettet? Wie kommen wir hier raus? Ich habe die Tür vorhin verschlossen, aber ich vermute, dass Malekai sie jetzt selbst geschlossen hat. Unsere einzige Hoffnung besteht in Systemen, die er übersehen hat. Ich werde einen Weg hier rausfinden. Gut, ich versuche auch, mir etwas einfallen zu lassen. Diese Tür geht nicht auf. Malekai will offenbar, dass wir uns nicht von der Stelle rühren. Okay, aber was ist das da? Oh! Malekai? Ja? Du hast mich angelogen! Du hast mich angelogen. Sie ist kein Computer. Ich habe nie behauptet, dass sie ein Computer ist. Sie steckt nicht hinter den Entführungen. Das tust du. Ich habe auch nie behauptet, dass sie hinter den Entführungen steckt. Du warst gar nicht unter dem Müll eingeklemmt. Ich habe nie... Na schön, jetzt hast du mich erwischt. Manchmal übertreibe ich es einfach mit meiner Schmerzensnummer. War das Trümmerstück anscheinend gar nicht so schwer. Oder der Anzug war gut gepolstert, keine Ahnung. Warum hast du mich in dieses Zimmer eingesperrt? Du hattest gerade unser Schiff zu Fall gebracht. Da musste ich dich außer Gefecht setzen. Du bist ein gefährliches Mädchen, Weller. Und irgendetwas sagt mir, dass wir noch nicht einmal wissen, wie gefährlich. Ja, was hat es mit diesem Pestdamm auf sich? Ne? Gibt es wirklich eine Pest auf dieser Seite des Damms? Ja, es gibt da eine Pest, aber nicht in Loruna. Die Pest seid ihr, du und deine Leute. Was? Nichts für ungut. Unser Volk ist das prächtige Ergebnis einer strikten und teuren genetischen Auslese über tausende von Jahren. Wir bauten den Damm, um den genetischen Müll des Ödlands draußen zu halten. Des Ödlands? Entschuldige, ich meine das nicht böse. Aha, und alle paar Jahre holen sie sich gut aussehende, schlaue junge Mädchen, um neue Gene in den Pool zu bringen, oder? Das heißt, die Mädchen werden wirklich entführt und dann, ich möchte es gar nicht sagen, weil der nächste Schritt, der ist ja, nee, möchte ich gar nicht sagen. Ist, denke ich, klar, was mit denen gemacht wird, oder? Wow, das ist für so ein Spiel ziemlich dark. Also das Spiel, auch wenn du dir das Cover anguckst, denkst du, das ist ja ein Spiel für Kinder. Aber die Thematik hier ist ganz schön derb. Wohin bringst du uns? Und warum? Zum Roten Hangar, zur Abfertigung. Abfertigung? Eine Art Verwaltungsarbeit? Er antwortet nicht. Und grinst ganz creepy. Sind die entführten Mädchen wirklich immer noch an Bord? Oder hast du mich darüber ebenfalls belogen? Sie sind alle an Bord und sicher in einem Schutzraum. Du eingeschlossen. Ja, wenn sie die Pest ist, warum entführt ihr sie dann halt? Wie gesagt, ich denke, um den Genpool ein bisschen zu erweitern. Weil der Typ sieht schon nicht mehr ganz gesund aus. Guckt euch das mal an. Das kann ja nicht normal sein, wenn Leuten so ein Kopf wächst. Da ist ein bisschen zu viel Inzest drin. Aber wenn wir die Pest sind, warum habt ihr dann so viele von uns entführt? Obwohl es mir schwerfällt, es zuzugeben, die im Chaos Geborenen besitzen etwas, das wir verloren hatten und nicht simulieren konnten. Etwas Unnennbares und Primitives, ja vielleicht sogar Animalisches, das wir für unser Überleben brauchen. Was ist los? Kann es sein, dass du die Bedeutung von unnennbar nicht verstehst? Tja, warum brauchen die dafür unbedingt einen jungen Teenager? Oder wie alt ist Shay? Ich weiß gar nicht, wie alt er ist.
12, 13, irgendwie sowas, ne? Das ist ja gerade so, bei 13 fängt der Teenager an. Warum brauchen die einen jungen Teenager, um die Mädels rauszusuchen? Dieser Junge, ihr Sohn, was war seine Aufgabe dabei? Shay wurde außerhalb der Nähatmosphäre von Noruna aufgezogen, damit er, manche würden sagen, schwach genug, meiner Meinung nach jedoch auch sensibel genug war, die Subjekte zu wählen, mit denen wir unsere Löcher im kollektiven Familienstammbaum füllen konnten. Die Geschichte wird ja immer gut. Frisches Blut für die, nicht jeder kann absolute für die Gene. Was ja aber auch, ist ja schlimm, die werden ja dann dazu gezwungen, ne? Wie kann man denn so daraus ein Spiel machen? Wir wollen hier raus. Glaubt mir, ihr seid sicherer da drinnen. Wieso sollen wir hier drin sicherer sein? Oh, tut mir leid. Ich meine, es ist sicherer für mich. Ich muss gehen. Ja, entspann dich und genieß. Ich finde das gerade echt ein bisschen dark als so ein Thema für so ein buntes Spiel. Also sagen wir jetzt mal, wie es ist. Sagen wir jetzt mal wirklich, wie es ist. Die Mädchen werden entführt und vergewaltigt, um neue Gene in den Pool zu kriegen. Weil die alle mittlerweile ein großer, verformter Inzesthaufen sind. Die sind alle in dem Pestdamm miteinander verwandt. Und alle 14 Jahre kommt frisches Blut rein. Damit die nicht anfangen, keine Ahnung, 3 Daumen zu bekommen oder sonst was. Das finde ich übelst dark als Thema für so ein Spiel, wo eigentlich auf dem Cover denken könntest, das ist für ein Kind geeignet. Das finde ich gerade echt ein bisschen krass. Wow. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie raus. Was ist das? Oh, das ist meine Zentralsteuerungssphäre. Damit behielt ich das Schiff im Auge und nahm hier und da kleine Änderungen vor. Macht's was, wenn ich's ausprobiere? Natürlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass Marikai die meisten Steuerungsfunktionen abgeschaltet hat. Hey, ich kann die Außenseite der Tür sehen. Offenbar wurde die Steuerung sabotiert. Wirklich? Bestimmt könnte ich sie reparieren, wenn ich hier nur rauskäme. Mag sein, aber wenn wir hier rauskämen, bräuchten wir auch nicht... Ja, ich weiß. Trotzdem. Können wir hier was machen? Oh, vermutlich gab es einen Grund dafür, dass dieses funkensprühende Wartungsfeld abgeschaltet war. Ups. Oh, ich glaube, ich kann Türen auf- und zusperren. Oh, cool. Ja, irgendwas sagt mir, dass du das nicht mit unseren schaffst. Hey, ich sehe andere Zimmer. Ja, aber wahrscheinlich nur die, um die sich Marikai nicht kümmert. Hey, Kopf hoch. Das alles wird schon... Tut mir leid. Wir können den Greifarm hier benutzen, oder? Toll, diese Arme sind stark. Ja, heb das auf. Danke. Und jetzt? Warte, was machst du? Oh, wahrscheinlich war es schmutzig, aber du brauchst wirklich nicht... Hey, was machst du damit? Diese Dinge haben ihren eigenen Kopf. Wo ist die Shay-Puppe jetzt hin? Mal sehen, ach, da. Was es hier so alles gibt. Ah, Sesam, öffne dich. Das hier ist die Küche, ne? Hey, Kopf hoch. Schon besser. Ist das eine Packung Frühstücksmittel? was bringt uns das? Das sehe ich gerade noch nicht so ganz. Abgeschlossen, abgeschlossen. Oh. Shay ist klasse. Heldenessen. Das fliegt einfach raus. Okay.
Tacopillen-Dienstag. Kopf hoch. Guten Morgen. Komisch. Hey, der kleine Kerl, der auf dem Staubsauger rumfährt. Da ist etwas falsch verkabelt. Abgeschlossen, abgeschlossen. Oh, abgeschlossen. Und weg ist er. Kopf hoch. Und weg ist er. Ich nehme mal an, dass er den Müll vom Schiff befördert. Tschüss. Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Hm. Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Ein Lächeln lässt alles gleich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Kuckuck. Ich verstehe noch nicht so genau, was wir hier machen sollen. Alles leer. Was passiert mit dem Zeug, was die rausschmeißt? Abgeschlossen. Betrachte die Sache doch mal positiv. Abgeschlossen. Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Ein Lächeln lässt alles gleich in einem ganz anderen Licht erscheinen, oder? Aufgeschlossen. Aufgeschlossen. Ich hätte nie gedacht, dass Mok Chopra so voller Lächeln wäre. Recht so, mein Mädchen. Wir sind ein Achievement bekommen. Niemand außer ein Sechseck-Mädchen. Warum kann ich dieses Ding nicht aufmachen? Das muss ein anderes System oder so sein. Was für ein Reinfall. Aufgeschlossen. Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Warum kann ich dieses Ding nicht aufmachen? Das muss ein anderes System oder so sein. Hat da jemand eine Idee, was wir hier machen sollen? Also beim ersten Mal, wo wir dem Frühstück gegeben haben, sind die dann auch hier losgerannt und haben das dann entsorgt. Aber jetzt geht das irgendwie gar nicht mehr. Der kippt's nicht aus. Der will es einfach nicht auskippen. Abgeschlossen. Geschlossen. Oh, Griever, hallöchen, dir auch natürlich einen guten Rutsch und dann ein frohes Neues, ne? Ja. Ich stehe mal wieder so ein bisschen auf dem Schlauch. Was soll man hier machen? Kann man irgendwas machen, um zu verhindern, dass es rausfliegt?
Ich weiß es nicht. Irgendwelche Vorschläge? Nein, tut mir leid. Wie kommen wir hier raus? Ich habe die Tür vorhin verschlossen, aber ich vermute, dass Marakai sie jetzt selbst geschlossen hat. Unsere einzige Hoffnung besteht in Systemen, die er übersehen hat. Ich werde einen Weg hier rausfinden. Gut, ich versuche auch, mir etwas einfallen zu lassen. Ja, sie kann ja hier nicht raus, das ist das Problem. Diese Tür geht nicht auf. Marakai will offenbar, dass wir uns nicht von der Stelle rühren. Da ich hier nicht raus kann, kann ich den Tisch auch nicht aufrecht hinstellen oder so. Irgendwelche Vorschläge? Nein. Ich werde... das Lächeln. Die kommen auch nicht mehr, diese Aufräumroboter. Warum kommen die nicht mehr? Wo sind die hin? Nur ein klein wenig weiter. Oh je, da drüben ist es ganz schön dunkel. Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Das machen wir auch. Rechts so, mein Mädchen. Abgeschlossen. Hier aufgeschlossen. Abgeschlossen. Aufgeschlossen. Hoppla! Das ist die richtige Einstellung. Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Ein abgeschlossen. Aufgeschlossen. Abgeschlossen. Ich sehe hier irgendwie abgeschlossen. Nie wirklich, was ich machen soll. Ab und zu mal läuft er ein bisschen rum. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn dann mit dem Strom treffen. Aha. Weiter. Okay, hat jemand eine Taschenlampe? Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Schalten, braves Mädchen. Sehr gut, mein Mädchen. Warum kann ich dieses Ding nicht aufmachen? Das muss ein anderes System oder so sein. Was für ein Reinfall. Was bringt denn das? Nur ein klein wenig weiter. Okay, oh. Ich glaube, wir könnten hier eine... drüber gelaufen? Da ist etwas falsch verkabelt. Betrachte die Sache doch mal positiv. Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Braves Mädchen. Noch ein bisschen weiter. Sehr gut, mein Mädchen. Oje, da drüben ist es ganz schön dunkel. Gut, sie arbeitet daran. Hier drüben. Nur ein klein wenig weiter. Wie kriege ich sie weiter rüber? Probieren wir das mal. Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Und weiter. Hier drüben. Aha. Sie wird das in 0, nichts repariert haben. Noch ein bisschen weiter. Nein. Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Hoppla.
Da ist etwas falsch verkabelt. Ui, da drüben ist es ganz schön dunkel. Okay. Und weiter. Noch ein bisschen weiter. Hier lang. Das sollte. Hey, das Timing ist hier übelst wichtig, ey. Beleuchtung gebrauchen. Prima, sie arbeitet daran. Noch ein bisschen weiter. Schieben wir mal hier. Und weiter. Nur ein klein wenig weiter. Ja. So, jetzt. Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Gut, sie arbeitet da. Es klappt langsam. Schalten wir doch mal das hier an. Hier drüben. Hierhin sollst du gehen. Da ist etwas falsch verkabelt. Sieh an. Sie löst Probleme so schnell, nun ja, wie ich sie verursache. Hier lang. Komm, kommt die nicht dahin vielleicht? Hoppla. Nein? Abgeschlossen, abgeschlossen. Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Reparier das jetzt bitte nicht zu schnell. Hier drüben. Hä? Das war nicht richtig. Oder etwa doch? Sieh an. Sie löst Probleme so schnell. Nun ja. Wie ich sie verursache. Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Nur ein klein wenig weiter. Aha. Prima, sie arbeitet daran. Hier drüben. Sie wird das in 0, nichts repariert haben. Nur ein klein wenig weiter. Ja, komm. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind auf der Zielgeraden. Und jetzt? Ah, oh, nein! Nein, nein, nein! Nein! Oh, kleines Mädchen, es tut mir so leid. Nein! Kleines Sechseckmädchen, wo bist du hin? Oh, hey, da bist du ja. Ah, ich bin da so ist sie, ja. Froh, dich zu sehen. Halte durch, Mädchen. Halte durch, Mädchen.